aussieht, haben wir 15 cm, mindestens 15 cm Neuschnee. Und wir sind die Einzigsten. Und nur bei Jens Theiss am Salzburger Kopf gibt es Raschreifen, also Rennreifen. Die hat er schon im November voll Vorfreude aufgeblasen. Und jetzt endlich ist es soweit. Hereinspaziert, der Lift hat wieder geöffnet. Wir haben genug Schnee. Ab 3 Uhr nachmittags geht es rund. Einmal eine Fahrt für dich, junger Mann. 1 Euro. 1 Euro für die Einzelfahrt. Beim Wintersportverein Salzburger Kopf sind die Preise fair. Am Sonntag hat er die einzige Snowtube im Land offiziell eröffnet. 3, 2, 1 und ab geht's. In Österreich hatten Vereinsmitglieder eine Snowtube entdeckt und die Idee in den Westerwald gebracht. 250 Meter geht es bergauf und dann... Oh, Scheiße! Rasant bergab. Lenken geht nicht, will auch niemand. Der Reifen macht, was er will, der Mensch lässt sich überraschen und das ist der Kick. Kriegt. Das ging geschickt ab. Auf einmal ging es rückwärts und Drehung und ab die Post. Der älteste Mensch, der hier gefahren ist, war mit 82 Jahren. Der hat viel, viel Spaß gehabt. Doch niemand würde fahren ohne die Ehrenamtlichen. Senior Klaus Theiss hat den Verein gegründet. Heute ist sein Sohn Jens Theiss im Vorstand und mitverantwortlich für Wohl und Wehe. Alles in allem haben wir hier 50.000 Euro ausgegeben. In den letzten 2-3 Jahren, bis alles mal am Laufen war. Und wir sind noch am Lernen. Es ist noch nicht alles so, wie wir es wünschen. Aber mit jedem Tag lernen wir dazu und es wird dann auch besser. Denn die neue Snowtube hat durchaus Kinderkrankheiten. Zack, schon wieder. Schon wieder hat sich ein Reifen ausgeklinkt. Schon wieder muss ein Ehrenamtlicher rennen und richten. Aber das, sagt er, hält fit. Am Abend mit sinkenden Temperaturen kommen neue Probleme. Die Bahn friert und das Rutschen wird zum Rasen. Ich denke mal, 40, 50 Stundenkilometer sind es bestimmt. Und jetzt wird es langsam kritisch. Wieder ist er gefragt. Ein bisschen stumpfer machen. Seit Sonntag steht Jens Theiss jeden Tag draußen und friert kein bisschen. Ich bin Wintermensch, dann ist einem nicht kalt. Da geht das Herz auf, wenn der Winter hier ist. Wenn man hier geboren ist, dann ist das, muss ein Westerwälder, also ein hohen Westerwald, muss das einfach haben. Wenn kein Winter kommt, dann fehlt dir was. Zurzeit fehlt nichts. Der Salzburger Kopf ist ein Wintermärchen, jeden Abend bis 19 Uhr geöffnet. So, Jungs, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Denkt ihr, das ist letzte Fahrt, dann machen wir Feierabend, gell? Tschö!